schöner. Ja, ich auch. Ist so. Ist so. Ja. Ja. Das war's schon. Ich bin so froh und glücklich und dankbar, dass ich hier bin und so tolle Erfahrungen machen darf. Also wie gesagt, in den 14 Tagen hätte sich meine Welt um 180 Grad gedreht. Das war der Schliff, der mir noch gefehlt hat. Ja, und jetzt kann ich loslegen. Ich heiße Corina Wiczorek, bin 43 Jahre alt, komme aus Freiburg, also wohne in der Nähe von Freiburg, habe zwei Söhne, der Kelvin, der ist 12 Jahre alt und der Fabian, der ist am 10. Februar jetzt 17 geworden. Ja. Und ich bin auf IPE aufmerksam geworden und zwar durch Facebook. Ja. Und zwar hat mich das immer so, im November war es immer wieder mal die Anzeige angesprungen. Ich so, ja, meine Aufmerksamkeit war drauf und dann ging das 5, 6, 7 Mal. Und habe ich gedacht, das will mir was sagen. Ja. Also, und dann bin ich rein. Und dann ging für mich die Sonne auf, ja. Dann habe ich mir die Informationen rausgelesen und dann bin ich gleich zu meinen Eltern und habe gesagt, hey Leute, das ist es. Die Glaubenssatzarbeit hat bei mir so einen Brocken gelöst, das hätte ich nie gedacht. Ja, ich habe mir nie was drunter vorstellen können. Immer jetzt kann ich, ja, die Glaubenssätze. Ja, die laufen so unterbewusst ab, dass dir gar nicht klar ist, wie tief so ein Glaubenssatz sitzen kann und wie hinderlich der sein kann. Und es war am Freitag, da haben sich Emotionen gelöst. Das war gigantisch im positiven Sinne. Ja, habe viel geweint, das war gut so. Es ist alles rausgeflossen. Und am Samstag habe ich die systemische Aufstellung gemacht. Und die hat auch nochmal wahnsinnig viel bei mir rausgeholt und bewirkt, ja. Und es war so der Dreh, das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, ja. Und mit diesem Schwung gehe ich jetzt nach Hause. Und ich hoffe, mein Umfeld merkt das. So wie eine große Familie. Ich bin eigentlich nicht so der Gruppentyp, weil immer eine gewisse Gruppe in meinem Leben einen Zwang ausgeübt hat. Und ich mag nichts, was Zwang hat, sondern ich bin so der Freiheitsmensch. Ja, und das heißt einfach, ich muss mich frei und wohl fühlen. Und das ist hier wirklich der Rahmen gegeben. Und als ich die Aufstellung gemacht habe, habe ich geheult. Und das war für mich auch eine positive Erfahrung, dass so ein positiver Rahmen ist, der mich auffängt. Ja, also wie die dann Anteil genommen haben danach, das fand ich der Wahnsinn. Das habe ich noch nie so positiv erlebt. Und es hat mir so viel gegeben. Ja, so viele tolle Menschen. Muss wirklich sagen, für mich ein rundum Positivpaket. Ich habe massives und sprudelige Begeisterung und der Daniel hat mich mitgerissen. Er ist so frech, er ist lebendig. Ja, seine Mimik ist überragend. Ja, wirklich. Ich habe mitgelebt. Ja, und wie gesagt, so leicht habe ich noch nie gelernt. Und dafür bin ich ihm unheimlich dankbar.